Guten Tag, meine Leute. Willkommen zurück zu Rockman. Im letzten Part haben wir uns zu Wileys Schloss herangekämpft und jetzt sind wir vor Wileys Schloss. I für Eis. Okay. Sorry. Es tut mir echt leid, dass ich einige Zeit nichts hochgeladen habe. Das hat Gründe, die ich nicht sagen will, okay? Lassen wir es dabei. Aber jetzt werde ich wieder aufnehmen. Also, keine Sorge. Wie auch immer. Wily ist ein Arschloch, wie ihr gesehen habt. Eins dieser riesigen Dinger und noch eins dieser riesigen Dinger. Und es kommt dann noch eins. Ich habe ja vorhin letztens gesagt, dass wenn euch die Dinger dreimal treffen, ich habe echt gerade die Lags, ich weiß nicht wieso, wenn euch die Dinger dreimal treffen, seid ihr tot. Und wenn ihr euch von jedem der Dinger einmal treffen lasst, seid ihr Hundefutter. Wirklich. Also, Wily ist ein Arschloch. Etwas noch zu Wily. Also zu den beiden Wissenschaftlern, Bagi. Okay. Es heißt ja, Dr. Light heißt ja mit vollem Namen Dr. Thomas Light. Was eine Anspielung an Thomas Edison ist. Und den Weihnachtsmann, wie auch immer. Und Wily heißt Dr. Albert Wily. Albert Einstein. Und warum fragt ihr euch, und jetzt fragt ihr euch sicher, warum ist Albert Einstein der Böse? Nun, bedenkt, dass das Spiel in Japan erschaffen wurde und dass die Japaner ja von Atombomben getroffen worden sind. Ein paar Mal schon. Zweimal, glaube ich, schon. Weltkrieg. Ja, zweimal Atombomben, Hiroshima und blablabla. Und wegen Einsteins Relativitätstheorie wurden Atombomben erst richtig möglich. Was heißt, dass Einstein der Vater der Atombomben ist. Und dadurch kann man auch sagen, dass die Japaner eine gute Beziehung zu einem bösen Wissenschaftler der Welt beherrschen will und Einstein halt. Und ja, das ist, warum die Japaner das machen. Noch ein bisschen. Nein, doch nicht. Fuck, ich hasse diesen Raum. Dieser Raum ist der größte Kack-Scheiß der Welt. Nein. Alter! What the fuck? Naja, Jochen, dieser Raum ist nervig. Benutzt Magnet Beam. Benutzt Magnet Beam. Wow. Okay. Was gibt's noch zu sagen? Blablabla, gar nichts eigentlich, ehrlich. Entschuldigung, ich habe ja gesagt, bei Lagmans Level, ihr braucht Magnet Beam. Dazu. Da kann man sonst nicht weiter. Und wenn man da ohne Magnet Beam reingeht, ist man im Arsch. Ehrlich. Und, Electrin brauche ich jetzt. Und jetzt kommt der schlimmste Boss aller Zeiten. Naja, irgendwie nicht. Aber man kann ihn wirklich cheesen, aber es ist der gelbe Teufel. Wir seht. Ich benutze jetzt den Selektor. Tut mir leid, scheiß drauf. Tut mir leid, dass ich werde nicht überleben und ich will nicht sterben jetzt, bitte. Tut mir leid. Ja. Aber was er tut ist, er fliegt von links nach rechts und rechts nach links, immer im gleichen Pattern. Und man muss dem ausweichen und wenn nicht, ist man richtig gearscht und jo, und wenn er dann sein Auge zeigt, muss man ihm schießen und kriegt und kann ihn ab ein bisschen schießen. Mit dem Selectric ist es sehr hilfreich, ihn zu töten. Aber ich habe ich jetzt benutzt aus dem Grund, ich wollte nicht sterben. Hier haben wir diese Grinsokopter wieder, die ich nicht lustig finde. Die finden aber alles lustig. Ich weiß nicht. Und wow. Alter. Warum kriege ich hier heute die Lags? Nee, aber, so. Geh mal runter. Geh mal runter. Cutman! Ich dachte, ich habe dich besiegt! Das ist etwas, was viele Leute bei Mega Man mögen, hassen, lieben, drauf scheißen. Es ist Bossen nochmal besiegen. Und zwar haben wir hier Cutman. Diesmal gibt es hier keine Blöcke, die man auf ihn schießen können. Das heißt, wir müssen ihn mit dem Megabuster töten. Was kein großes Problem ist. Und daraus können wir jetzt eigentlich schließen, dass wir auch den nächsten, die anderen Bosse sehen werden. Oh man, das wird lustig, ne? Nicht wirklich. Naja.
Ich habe ein schlechtes Gefühl bei dem nächsten Boss, den wir sehen. Ich weiß nicht. Naja. Ich hol... Also... Gut. Elecman! Ja, ich wusste es. Ich hatte ein schlechtes... Ich wusste das schlechte Gefühl, als ich bezahlt... Ja! Gut. Gott sei Dank. Elecman ist tot. Er kann mich jetzt am Arsch lecken. Nee, aber... So. Und die Lags, die ich heute krieg, sind furchtbar. Wow. Alter. Also, ich freue mich schon, wenn ich meinen neuen Laptop krieg. Zu Weihnachten. Denn das ist furchtbar. Alter. Aber heute kommen zwei Videos hoch, keine Sorge. Und zwar Rockman. Also, das heutige Rockman. Und noch ein Special. Ein kleines. So ein Let's Show. Könnte man schon sagen, irgendwie. Ich weiß nicht. Aber es wird euch vielleicht gefallen oder auch nicht. Ich will euch jetzt nicht spoilern, also sage ich nichts dazu. Außer... Damit kannst du ja nicht anfangen, richtig, oder? Nein. Nee, aber... Wirklich. Das hier ist jetzt irgendwie eine Art Rückwärts-Elecman... ...Ding. Netzkirchen. Tralala, hast du nicht gesehen? Pipi, Popo ins Arsch. Nee, aber... Jetzt kommt... ...ein... ...sehr nerviger Boss... ...her. Oh Mann. Ich würde euch raten, Firestorm zu equippen. Denn dieser Boss, er ist, sagen wir, warum laggt's? Lag? Hallo? Lag? Warum laggt es so arg? Alter. Sag mal. Hör. Spiel. Spiel. Boah. Endlich. Meine Fresse. Alter, Alter. Das war ein übler Lag. Aber ich glaube, ich sehe doppelt Mega Man. Mega Man. Wow, wow, wow. What the fuck? Ich glaube, das wird nichts, wenn ich mit so wenig Leben antrete. Tut mir leid, ich mache Selbstmord. Das bringt sich nichts. Aber wie ihr seht, dieser Boss hat die Waffe, die ich habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel Ice Slasher equippe, hat er Ice Slasher und bringt mich um. Nein, aber... er hat die Waffe, die ich habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel Superarm benutze, wird es ein Anstarr-Match. Oder ein... Wir rempeln uns gegenseitig an, bis wir tot sind. Match. Nun, ja. Was gibt's zu sagen? Ich kann nichts sagen. Wow, was war das? Ich weiß nicht. Okay, aber jetzt werden wir... Ich weiß nicht, wie man das Ding nennt. Copy-Maschine besiegen. Ja. Okay. Bam! Nein! Ich will nicht sterben. Die Lags sind mein größter Feind. Wow. So, aber jetzt hammer ich. Bams! Woohoo! Oh Mann, yeah, das tat gut. Das tat gut. Wo kam das her? Ach, ich weiß nicht. Jo. Wir machen jetzt noch ein bisschen weiter und den Rest machen wir dann das nächste Mal. Rocky! Rocky, Fresse! Mein Hund schon wieder. Mein Fresse. Hui! Ja, nimm. Hui, los, los. Ich kann ihn nicht sterben. Ich bin unbesiegbar. Ich bin Pikachu, ein Stradar 7. Ich bin der Pro. Ich bin sehr Pro. I'm the best. Nein, so selbstsüchtig bin ich nicht. Okay. Psasa. Ich glaube, Zeit für dieses Level haben wir noch. Und im nächsten Part kommt dann das große Finale. Hört sich fair an, oder? Ist das fair für euch? Hoffentlich. Denn jetzt kommt eh nix Orks mehr, außer... naja... Also in diesem Level werden wir keine Robotmasters antreffen. Das heißt, im letzten Level werden wir eindeutig viele... Au, scheiße, viele Bosse kämpfen müssen.
Weil das ist das vorletzte Level. Spoiler! Oh gut. Wow. Verpiss dich, Mann, ey! Au. Ah! Scheiße! Mann, warum? Nein. Nein. Fuck. Okay. Nochmal. Aber diesmal mit vollem Leben. Hoffentlich schaffen wir es diesmal. Denn der Boss ist nicht wirklich zu schwer. Wenn man weiß, was man tut, ist er easy peasy. Und wenn man nicht ständig in den rein sprengt und in seine Attacken. Meine Fresse. Bam. Okay. Au. Verpiss dich. Au. Warum deswegen liegende Blöcke? Wegen Gatzahn. Superarm. Super Gatzahn. Power Rangers. Go, go, Power Rangers. Bam! Okay. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Und darum werde ich euch jetzt noch kurz eine Vorschau auf Wily 4 geben. Wir fangen gleich mal mit Stacheln an. Ist das nicht nett? Naja, nicht wirklich. Irgendwie. Bam. 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 Krepiert. Flieht, ihr Narren! Bam. 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 Okay. Wisst ihr was? Hier mache ich eine Pause und wir sehen uns im letzten Part von Rockman. Bis dahin sage ich auf Wiedersehen. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Uah!